Das Monstersammeln steht unter anderem in Chronicles wirklich im Vordergrund und auch wenn man mit so manchen der drei Monstern wirklich sehr weit in der Story kommt, woran liegt da der Spaß? Darum habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Tierliste mit meinen persönlichen besten Net 5 Picks, vor allem für Anfänger und Fortgeschrittene. Das ist nämlich gerade im Kontext von dem Reroll-Event wichtig, dass man als Anfänger in den ersten 20 Minuten freischellt. Hier kannst du nämlich bis zu 10 Beschwörungen immer wieder rerollen und gucken, welche Monster für deinen Account am besten passen. Und abgesehen von diesem Reroll-Event ist, glaube ich, für diese Tierliste auch noch wichtig zu erwähnen, es ist relativ schwer, Net 5s aufzuwerten, also gerade bei den Fähigkeiten zum Beispiel. Das kann man ja nur mit Devilmon oder indem man das gleiche Monster nochmal in das Monster reinfüttert und Net 5s sind nun mal selten. Und gerade aufgrund dessen sind zum Beispiel so Dinge wie Beschwörungsevents wirklich sehr wichtig, wenn es um das geht, welche Monster für Anfänger wichtig sind, weil du einfach wesentlich schneller diese Monster dann auch aufwerten kannst. Und genau aus diesem Grund fangen wir jetzt einfach mal an mit dem ersten Net 5, das wäre nämlich Sekhmet und die ist gerade am Anfang von Chronicles im Beschwörungsevent schon freizuschalten. Das bedeutet, wenn du ganz viel Pech hast, so zum Beispiel wie ich, und bei 200 Beschwörungen noch keine Sekhmet erhältst, damit kommst du sie einfach vom Spiel nochmal so on top. Das wäre auch so eins der Monster, die ich zum Beispiel den meisten Anfängern bei diesem Reroll-Event geraten habe, aber gerade durch das, dass es sie im Beschwörungsevent bereits zu ergattern gibt, würde ich jetzt hier in dem Fall die Hände davon lassen. Im Gegenzug dazu ist die Wasser-Desert-Queen Bastet für so manchen Orbia-Main vor allem wirklich stark, also gerade mit den dicken Schilden und dem Attack-Buff wird sie einer der besten Supports vor allem für Anfänger für dein Team sein. Die könnte man ja auch in diesem Summon-Event nochmal aufwerten und auch wenn ich normalerweise für Anfänger keine Supports empfehle, gerade durch diese einfachen Skill-Ups wird Bastet wirklich stark. Und ähnlich wie Sekhmet gibt es Bastet jetzt auch gerade wieder in einem Launch-Event für uns alle zu ergattern. Das heißt richtig gute Neuigkeiten, auch vor allem wenn es um Skill-Ups geht. Der nächste Net 5, den ich euch jetzt hier empfehlen werde, ist Tessarian. Das ist ein Einzelschadensausteiler und einer der wenigen Monster, der auf seiner Autofähigkeit schon mal einen Debuff hat, und zwar Branding. Und gerade wenn man im Kopf behält, dass viele Schadensausteiler, also vor allem am Anfang von Chronicles, Schaden aufgrund von Debuffs, die auf dem Gegner sind, verursachen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Naomi, die haut ja auch wirklich ordentlich rein. Das Witzige ist, dass sogar Tessarian mit seinen eigenen Debuffs dann auch nochmal skaliert. Also eigentlich brauchst du nicht mal andere Monster, um ihn auch wirklich ordentlich reinhauen zu lassen. Weniger Skill-Ups hingegen dazu gibt es für den Windvampir Argen, der verursacht auch wieder Schaden aufgrund von Debuffs auf dem Gegner und wird deine Bosse auch ohne Skill-Ups wirklich zerfressen. Der ist im Gegenzug zu den anderen Monstern im Story-Modus nicht allzu stark, weil du ja hier vor allem auf Flächenschaden zum Beispiel achten wirst und gerade bei den einfachen Monstern du nicht genug Zeit haben wirst, wirklich ordentlich viele Debuffs drauf zu platzieren. Kommst du dann aber weiter ins Mid-Game, da wird Argen sich auf alle Fälle auszahlen, auch ohne Skill-Ups. Und zu guter Letzt Lupin. Die haut auch ordentlich rein und hat die spezielle Fähigkeit, durch sämtliche Unverwundbarkeitseffekte deines Gegners durchzuhauen. Und wenn ich eins gelernt habe jetzt von meiner letzten Woche in Chronicles, dann ist es, dass du diesen Effekt wirklich oft begegnen wirst und da ist sie ein Ass im Ärmel. Ja, und ich hoffe, diese kleine Liste von Net 5s, die ich Anfängern empfehle, hat dir weitergeholfen. Mich würde auf alle Fälle auch interessieren, welche Net 5s du bisher gezogen hast. Das ist auch nicht der letzte Guide, also lass doch einfach mal ein Follow da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!